Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne... Ich raff's grad nicht! ...geeignet. Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, ihr rotbärtigen Weihnachtsmänner. Wie geht es euch an diesem Abend? Es ist kurz vor Rolex. Der Crewzember ist ein Monat voller Überraschung und natürlich auch voller Innovation. Deswegen haben wir uns für heute was Besonderes überlegt. Es ist mal wieder eine Challenge. Etwas Neues im Crewzember. Wann haben wir denn die letzte Challenge gedreht? Das ist ja unglaublich, wirklich eine neue Challenge schon wieder. Einfach Peter war es. Einfach Peter, richtig. Also nennt sein Channel einfach Peter anstatt schwierig Peter, oder wie? Richtig. Okay, cool. Steht auch in meiner Beschreibung. Einfach Peter, weil ich sonst zu schwer wäre. Aha, okay. Deine Begrüßung, da stimmt irgendwas nicht, ne? Guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Ja. Hast mal auf die Uhrzeit geguckt. Ja, Digga, aber es kann ja sein, dass der Zuschauer das Video... Okay. Komm, du bist aber schon wieder so wie dumm, wir, Junge. Dein IQ unterschreitet einfach den Durchschnitt. Ich habe mir überlegt, da der Peter und ich wirklich überhaupt nicht gedanklich und vor allem natürlich IQ-mäßig auf einer Wellenlänge sind, machen wir heute eine Sachaufgaben/Fangaufgaben. Wir nennen es einfach nicht Challenge, damit die Leute denken, es wäre was Neues, okay? Wettbewerb! Ehrlich gesagt, auch gar keinen Bock auf dich, Digga. Oh Mann. Der hat den Käse funktioniert. Fangen wir an, liebe Leute! Alles klar, Digga. Weil wir finden meinen Apparat, Digga. Peters Mutter hat 3 Kinder. Trick, Track und... Peter. Peter. Meine Güte! Sag mal, du kannst hier ja abgucken, Digga. Richtig wie in der Schule. So richtig wie der größte Streber. Solche Leute haben mich so aufgeregt. In der Schule hat es sich nicht gelohnt, bei mir abzuschreiben, weil ich immer der Schlechteste war. Du gehst um 8 Uhr ins Bett und stehst morgens um 9 Uhr auf. Wie lange hast du geschlafen? Okay, zeig mal deine Lösung. Ich habe eine Stunde. Du? 25 Stunden. What the fuck, man? Ja, die Lösung ist eine Stunde. Ein Bauer hat 10 Schafe. Alle sterben außer 9. Wie viele lebende Schafe hat er noch? Nochmal die Frage. Doch. Ein Bauer hat 10 Schafe. Alle sterben außer 9. Wie viele hat er noch? Was? 1. Ich hab 0. Jungs, Bro. Alle sterben außer 9. Da sind noch 9 übrig. Hä? Ich dachte, 9 ist ein Name von einem Schaf. Alles klar. Ist es erlaubt, dass ein Mann die Schwester seiner Witwe heiratet? Ich sollte Peter kennen. Psst, ja, der tritt mich mal raus. Spend die Hand mal in dein Maul. Ich raff's grad nicht. Fuck, Mann. Ich check's grad überhaupt nicht. Entweder das ist die Uhrzeit oder wir sind wirklich behindert. Oder ich zumindest. Nee, das ist die Uhrzeit. Spaß, das bist du. Ich hab ja. Ich hab auch ja. Leute, der Mann der Witwe. Wenn du eine Witwe bist, dann ist der Mann gestorben. Oh, ganz kurz. Ah, ich hab's gerade Witwe übel verwechselt, Digga. Ein Segelflugzeug stürzt ab und fällt genau auf die Grenze. Wer bekommt den Motor? Was? Den Motor? Was will ich mit dem Motor? Ich hab geschrieben, man kann nicht genau auf der Grenze landen. Ich hab geschrieben, ein Segelflugzeug hat keinen Motor. Nee! Ey, kein Du Pisser! Ja, er sagt auch noch, was will ich mit dem Motor? Frage Nummer 6. Teile 30 durch 1/2 und zähle 10 dazu. Wie viel hast du? Ich habe eine Antwort. Keine Ahnung. 25. Oh, nee, das ist falsch. Das ist falsch. 45. Nein, nein. Nein, 45. Ja, 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 jetzt 75. Noch ein Mal, oder? Das ist immer noch falsch. Wie, was wäre die Antwort? 70. Durch 30 1/2. Durch 1/2 ist ja wie doppeln. 60. Oh, stimmt, 60. Oh Gott. Es ist die Uhrzeit. Und du bist mein Sohn, aber ich bin nicht dein Vater. Wer sagt es? Du bist mein Sohn, aber ich bin nicht dein Vater. Ich habe eine Antwort. Ich habe Gott. Hä, warum? Du bist mein Sohn, aber ich bin nicht dein Vater. Also bin ich doch deine Mutter. Ja. Bist du dumm? Frage Nummer 8. Heißt es, 5 plus 7 ist gleich 13 oder 5 plus 7 ist 13? Ich habe eine Antwort. Ich habe ist. Ich habe ist gleich. Bruder, andere Schweine. Das ist 12. Im Monat schlafen 18-jährige Französinnen am wenigsten. Jo. Echt? Was hast du? Crewzember. Ich hab im Februar. Ja! 28 Tage. Die letzte Frage, die 10. Ja.
Wer lebt von der Hand im Mund? Wer lebt in der Hand? Nein, wer lebt von der Hand im Mund? Ich hab niemanden. Ich hab auch niemanden. Der Zahnarzt. Rein logisch gesehen, hätte man schon drauf. Punktestand bitte. 104, 102. Peter, du hast gewonnen. Danke, meine Damen und Herren. Ich weiß, es war nicht einfach für mich, am heutigen Abend das Match hier mitzunehmen, aber ich konnte gerade noch meine Konzentration bei mir halten. Also wir können gleich auch auf meinem Kanal rüber, weil Peter, denn es könnte durchaus passieren, dass wir jetzt gleich auf Peters Kanal verpinst du! Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, das Video war enjoyable für euch. Es war extrem dumm und vor allem extrem spät. Deswegen waren wir auch so verdammt dumm. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem unterhalten. Bei Peter ist genau die gleiche Episode gerade online gegangen und bei den Jungs natürlich auch überall Crew Zember Time. Liebe Leute, mich würde es auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und vor allem schaut auf jeden Fall am 24. vorbei. Da kommt das große Crew Zember Finale von uns allen um 12 Uhr online. Und ja, morgen gibt es also das vorletzte Video. Ich wünsche euch was, liebe Leute. Wir sehen uns. Haut rein.